So, servus Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge The Stillness of the Wind. Ich habe das im Livestream gebracht und habe gedacht, komm, das spielen wir noch zu Ende. Beziehungsweise habe es mehr oder weniger versprochen. Und da das Ding ja eh bloß, sage ich mal, 3 Stunden geht, so Pi mal Daumen. Ich brauche vielleicht mal ein bisschen länger, weil ich mir ausprobiere oder mir Zeit lasse. Habe ich gedacht, komm, das machen wir noch zu Ende. Ihr müsst aber wahrscheinlich dann mit dem Livestream, ich schaue, dass ich es in die Playlist reinbekomme, beginnen. Und die letzte Nacht, die war, um den Cliffhanger perfekt zu machen, die war heftig. Das Spiel war sonst immer sehr cozy und letzte Nacht war seltsam. Gut, das dazu. Was hat sie denn in der Hand? Ach, die hat den Korb mit reingenommen? Hä? Macht sie doch sonst auch nicht. Oder doch? Jetzt bin ich durcheinander. Die Tür ist offen. Warum? Vielleicht ist die automatisch offen. Also ich bin mir sicher, dass ich die zugemacht habe. So, also, jetzt habe ich nicht aufgepasst wegen Pilzen. Da hinten ist aber noch einer. Pilze müssen wir auf jeden Fall holen. Wir machen jetzt erst aber eine Runde, was man machen muss. Ja, also wir sind, wer jetzt hier einsteigt und einen Livestream gesehen hat und denkt, ach, what the fuck. Wir sind eine alte Omi, wir sind der Rest von einem einzigen schönen, ja, Dorf. Und von einer großen Familie. Die sind alle weg, also weggezogen, Enkel sind alle weg. Und wir gucken, dass wir unsere Farmleben noch klarkommen, obwohl links und rechts und vorne und hinten nichts mehr ist. Und müssen halt jetzt schauen, im Prinzip, dass wir mit dem wenigen, das wir haben, vor allen Dingen wenig Geschwindigkeit, zurechtkommen. Und ja, Pilze ist eine, so eine Art Währung, weil der Typ, der hier öfter mal vorbeikommt, der mag Pilze. Der verkauft mir dann Sachen wie Futter und sowas. Und die Ziegen fressen ziemlich was weg, das heißt, ja. Ich muss gucken, dass ich meine Pilze zusammenbekomme. Wir waren vorhin aber, also letzte Folge war bloß einer da. Na gut. Der Wurscht. Hey! Was habe ich denn jetzt gemacht? Shit. Das kostet alles wieder wertvolle Zeit. Genau, es gibt noch außenrum wenige Sachen zum Erkunden. Da muss man sich mal genau entscheiden oder genau überdenken, ob man da jetzt hinlatscht, weil dann bleibt natürlich alles liegen oder vieles. Und der Typ, der immer vorbeikommt, den verpasst man auch. Und dann könnte es ja kritisch werden mit dem Futter. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Die Ziegenball. Ja, das reicht auf jeden Fall heute und morgen vielleicht auch noch. Kann ich noch nicht so gut einschätzen. Ja. Ich habe das Spiel irgendwann mal gespielt, das ist lange her. Und da war ich krank. Ich habe da nicht viel mitbekommen von dem Spiel. Wie ein Fiebertraum eigentlich, ja. So, das Ding lassen wir jetzt mal liegen. Wir holen uns jetzt die Milch. Ich weiß nicht mehr, welche, dass ich letzten Tag gemolken habe. Nehmen wir einfach dich. Man sieht es, glaube ich, nicht, ne? Also man kann es, glaube ich, nicht abstellen. Wird sich schon melden, wenn es nicht geht. Siehste. Passt doch. Kommt noch was raus. Hoppala. So. Genau, man bekommt ab und zu ein paar Briefchen. Man kann ein bisschen lesen. Es gibt relativ viel Plot und hintenrum. Es gibt viele Gelegenheiten, was nachzulesen. Überall weiß sie, was die gute Frau, ne? Wie halt in echt leben, ne? Da gibt es irgendwie so ein, was weiß ich, eine Einkerbung in Baum, blöd gesagt, und sie weiß halt was dazu. Oder die Windmühle hinten dran. Ist ja relativ traurig, sage ich mal. Ein bisschen, ne, herzerwärmend. Nicht unbedingt, manchmal. So, man fühlt, selbst wenn man bei 20 ist, denkt man, oh Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit bei dem Spiel. Ich muss alle, die ich lieber schreiben, dass ich sie lieb habe. So, den lassen wir da stehen. So. Am Inventar habe ich ja nichts zum Nachgucken, ne? Das fehlt mir jetzt gerade noch ein bisschen. Ich hoffe, jetzt geht die Zeit nicht, ne? Oh Gott. Okay, ich will nämlich eigentlich nachgucken, ob ich noch... Hier ist der Wasserkamin. Ob ich noch Samen habe. Aber das holen wir erstmal noch Wasser. Dann haben wir im Prinzip eigentlich fast alles gemacht, glaube ich. Den Käse müssen wir noch fertig machen. Gegessen, weiß ich nicht. Habe ich letztens wahrscheinlich schon. Ja, das Dumme ist, jetzt ist diese Runde der Typ gar nicht vorbeigekommen. Der Händler. Da ist er. Ab hoch. Sonst haut er wieder ab. Lass liegen. Hallo. So. Die Pilze habe ich ja schon, ne? Ja, kann man die schon handeln, wenn ich die jetzt halt schon im Prinzip habe? Mein Cousin Ravini hat seinen Karawan in der Nähe der Stadt aufgeschlagen. Du kannst das Klirren seiner Schätze über Kilometer hinweg und hättest vielleicht Interesse daran. Jeden Tag werde ich dir einen mystischen Schatz bringen, den ich von Hand für dich aussuche. Nur das Beste für euch, meine Damen. Was? Was für Mist wird es mir andrehen schon wieder? Berg? Was?
Begehr mein Nichtsamen. Himmelsgewebe des Sultans. Also ich brauche Heu. Junge, ich nehme alles Heu. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Das Stumpfbrot, genau, das ist das Pilzzeug, obwohl es aussieht wie Karotte. Ja. So, dann von mir aus das da. Dieser wunderschöne Teppich gehört eines dem Sultan Saladin, dem größten Herrscher. Ich weiß nicht, ob das jetzt Fehler ist, sowas zu kaufen, weil wir müssen ja eigentlich nicht so einen Quatsch kaufen, sondern uns um, ja, nichts kümmern. So, und dann vielleicht noch einen Samen. Und vielleicht dann noch einen. Dann nehme ich dir mal wieder da was weg. Okay, dann nicht. Vielleicht der hier? Auch nicht. Dann probieren den nochmal. Okay, alles klar. Gut, Handel abgeschlossen. Beef. Immer ein Brief für uns, ich verstehe es nicht. So, danke. Tschüss. Müssen wir jetzt reingucken? Liebste Schwester, ich hatte solch einen traumhaft schönen Abend, während ich meine Aufführung. Oh, Gottes Willen. Also, da kommt immer ganz viel Erzählung rein. Das ist wirklich sehr viel. Aber es sind auch immer Geschenke dabei. Ich habe 2, 3 Briefe, glaube ich, verkackt. Da habe ich nicht aufs Geschenk geklickt. Weil ich es nicht gesehen habe. Weil ich gedacht habe, mir immer ist ein Brief. Das ist ja kein Paket. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Aber ja, mal gut. Ja, Mai, ne? Was ist das? Ach, das hat man neulich schon gesehen. Was ist denn das? Das ist eine Katze. Ich habe eins gefunden, das wie ein Pferdchen aussieht. Was eins? Es hat wunderschöne grüne Augen. Lala würde es gefallen. Zeig es ihr, wenn sie an der Reihe ist. Ja, Mama und Papa auch, bitte. Was? Wieso bin ich jetzt so weit draußen? Hä? Was war das? Stofftier? Jetzt ist es so komisch ruhig wie nachts. Jetzt haben wir weiße Ruppe. Ja, ja. Nimm das wieder. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Da ist es. Okay, jetzt kommt die Musik wieder. Ja. Und ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt. Was es zu wissen gibt. Diesmal dich halt nochmal. Der wollte am Anfang ja nicht. Schade ist, weil jetzt haben wir wahrscheinlich das auch verkackt. Ja, das da rein. Das da rein. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch Samen wieder. Ja. Komm, hack mal das hier auf. Und da müssten wir eigentlich auch noch was haben, ne? Ja, 2 reicht jetzt erstmal. Müssen wir so viel gießen, das ist auch nichts. Aber die anderen müssten jetzt auch bald durch sein, also das jedenfalls. So. Ja, ja. Du hier rein. Und du auch. Sag mal, warum kann ich dich eigentlich gießen, wenn ich dich ernten kann? Tut mir das nicht? Wächst immer noch. Okay, dann passt. Ah, okay, das müssen wir mit reinnehmen. Da ist nichts. Was ist damit jetzt eigentlich? Wissen wir nicht. Okay. Hier rein. Käse machen. Ohne Ende Käse machen. Hilft ja nichts, ne? So, wieder ein Käse mehr. Noch keinen einzigen Käse verbraucht. So, dann natürlich Türchen zu. Ja, oi, oi, mach zu jetzt. Jetzt waren wir aber heute gut in der Zeit. Das ist ein bisschen knapper. Na gut, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Dann gehen wir einfach rein. Hauen uns irgendwas zwischen die Kiemen. Nächsten Tag muss ich wieder aufpassen, wo die Pilze kommen. Weil der mal so rausgezoomt ist, dann kann man es wenigstens sehen, ohne rumzulatschen. Sodalem. Also, Ei wie immer. Ei. In jeden Tag Ei, Proteine. Doch, ja. Gut. Da war der erste Brief, ne? Könnt ihr mal schauen. Der Fimo. Okay, da ist unten nichts dran. Amatea. Fimo Amatea.
Ja, und da? Und da nochmal? Nee, da geht's ja gar nicht. So. Aber gestacht, da ist noch eins. Ah ja, okay. Will, dass er da gleich rausploppt. Okay, das sind die ganzen Briefe, alles klar. Also ein Geschenk habe ich, zwei, drei. Drei Geschenke habe ich verpasst, okay. Naja, mei. So, dann holen wir das jetzt auch noch. Und dann gehen wir pennen. Vorher werden nicht die Zähne geputzt. Die können wir ja einfach in ein Glas legen. Holt sie voll ein. Kastellin. Genau. So, rein da jetzt. Mal gucken, ob die Nacht ruhig hier ist. Ich habe wieder nichts zu trinken. Zeiten. Nur eine juckende Nase. Ja gut, dann könnte man morgen hinterlaufen. Hier nichts Schlimmes passiert. Kurz mal abfahren. Da hinten sind die PCA, die ist mir eh zu weit weg. Das ist mir alles zu weit weg. Da müssen wir hin. Ich weiß bloß nicht. Oder erstmal da, bei dem Stein irgendwie. Das sieht nicht so weit aus, das ist aber sehr weit. Da habe ich es gemerkt, da hinten. Das habe ich fast nicht gefunden. Okay, also. Erstmal das Nötigste. Erst einmal Hühner rauslassen. Auf. Kommen da die Eier rein. Dann müssen wir noch die Milch holen und dann hauen wir die Milch in den Kessel rein und dann kann der schon mal blubbern. So, heute braune. Geht auch so wie so ein Handyfunkturm, ne? Ne? Ja, was heißt das? So dumm? Ja, okay. Jetzt hakt es komplett aus. Okay, funktioniert gerade nicht. Ich muss weiter, weil sonst wird es knapp. Keine Ahnung, was er jetzt hat. Lässt ihn einmal einfach fallen. Okay, der muss mit für die Pilze. Da hinten ist keiner mehr. Los geht's. Fellowship. Was sind Pilze? Die muss ich mit. Hilft alles nichts. Wir nehmen die wenigstens, danke. Schön am Grab gewachsen. Richtig guter Geschmack. Ja. Also grob, ich weiß nicht. Jetzt zoomt er ein bisschen raus. Wir haben einen Stein gehabt und grob an dem orientieren. Was ist das? Das ist wieder sowas. Halala hat dies hier Kinkin die freundliche Krähe genannt. Sieht so alt aus. Glaubst du, Urgroßvater Gano hat es hergestellt? Und Urgroßvater Junta hat es dann hier versteckt? Okay, ich gehe mal von mehreren Fundorten aus, aber die waren vorhin. Also das eine am Brunnen war auf jeden Fall noch nicht da. Da könnte da hinten auch wieder was sein, ne? Wo wir schon mal waren. Naja. Jetzt sind wir erstmal hier. Zogen wir hier noch geschichtlich was ab. Oder erstmal Pilze anscheinend. Richtig, hat sie keinen Bock gerade. Das sagt doch was. Jetzt. Nachdem Sola gegangen war, verstand ich endlich, warum sie als Teenager so oft hier gesessen hat, auf die Felsen geblickt hatte, die wie Schuhe aussahen. Sie kamen ihr vertraut vor. Warum verstand sie das dann jetzt? Sie vertraut vor? Was? Ja, ist sehr poetisch auf jeden Fall. Aber man kann auch sehr viel reininterpretieren. Es ist sehr schön eigentlich. Ich wüsste am liebsten, ob das jetzt ein gutes Ende nimmt. Ach, da ist der Händler. Ich dachte mir schon, was sind das jetzt für Fußspuren? Der macht aber große Schritte. Hä? Was macht der für Riesenschritte? Also wir machen sehr kleine Schritte, aber der macht ja Riesenschritte. Was ist denn da los? Oder ist es gar nicht der Händler? Vor allen Dingen zu einer geraden Linie. Das ist tatsächlich der Händler. Hallo, ich komme gleich.
Also auch wenn er abhaut und wir erwischen noch, er läuft einfach weiter. Er sagt dann, ja, ja, tschüss. Weil der Arsch eigentlich. Hallo. Ach ja, wir müssen ja rein. Nee, doch nicht. Talbert, du errätst nie, wenn ich gestern auf den Zigeunermarkt habe umherschlendern sehen. Deine Schwester Amy, sie hat sich kein bisschen verändert. Es scheint ihr gut zu gehen. Man sagt, was man sagt, dass jeden das Alte irgendwann einholt. Wie schaffst du es nur, so gut in Form zu bleiben, Fräulein? Naja, ich muss hier eine ganze Scheiße alleine machen. Also hier hast du wieder dein Zeugs, Pilze ohne Ende. Naja, ohne Ende heute nicht. Das, was habe ich eigentlich mit dem Teppich gemacht? Naja, ist auch egal. Heu? Was ist Simi? Der Thron der Könige? Okay, bla bla. Können wir uns nicht leisten eigentlich? Können ja nochmal... Wir haben ja Eier genug. So. Wir haben ja Eier. Gib mir einen Brief. Tschüss. Ja. So. Alles klar, gib mir das Geschenk. Danke. Schon findet man drin, gut. Waren wir schon Wasser? Nee, waren wir nicht, ne? Okay. Na ja, vielleicht noch. Zu? Gut. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das mit dem Käse irgendwie hinbekommen. Mit der Milch, besser gesagt. Eigentlich schwer sein sollte. So. Ja, Mai, warum hat sie denn ganz... Ich glaube, die hat schon gegessen. Jetzt tut sie bloß so. Hetzele. Eigentlich wäre heute die Braune dran gewesen. Oder? Ja. Gut, endlich. Ja, 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 dafür, dass wir einen Ausflug gemacht haben, ja, mal gucken. Müssten wir eigentlich noch gut in der Zeit sein. Was hast du denn heute? Sag mal. Rein. Rühren. Schütteln. Oh. Anzünden. Ja, jetzt wird's dunkel. Und raus. Bumi. Raus. Ja, es hilft alles nichts. Jetzt musst du mal durchhalten. Wir müssen noch gießen. Hier, das eine ist doch fertig. Das können wir jetzt nicht abhalten, ne? Da wenigstens. Ist das eine bloß Blumen? Ja, ne? Eieiei, jetzt ist es auch nur leer. Hoffentlich sehe da noch was. Ich sehe jetzt nicht mehr so viel. Guck mal auf. Kommt mir krasser vor als in der Live-Aufnahme. Wird es auch dunkler vielleicht? Vielleicht, weil man nicht mehr so gut sieht. Die wächst immer noch. Du hast doch... Also heute reizt es aber aus, ne? Sonnentomate, okay. Was war... Wollen wir das versuchen? Wollen wir auf gut Glück einfach mal doch nochmal raus? Wir müssen auch noch die Hühner zumachen, um Gottes Willen. Das müssen wir auch nochmal zumachen. So, jetzt sind sie alle. Jetzt sind sie alle wieder gut. Außen zwar noch ein Huhn, aber es wird schon passen. Ich hole jetzt Wasser, ist mir wurscht. Was soll schon passieren? Gut. Da müssen wir auf jeden Fall drauf kippen und auf dem Baum vielleicht auch drauf. Ja. Ja, 3 Beete reicht das da mal. Wird's zu viel? Kommen wir nicht hinterher. So, können wir jetzt den heute auch wieder noch? Ja, ein bisschen. Ja. Geh rein.
Alles ist zu? Alles ist cool. Okay. Um Gottes Willen. Also, Mitternachtsei. Tomaten haben wir jetzt auch. Irgendwie macht die alles nur separiert, ne? Also entweder es gibt Tomaten, es gibt Käse oder es gibt Ei. Dabei könnte man sich daraus echt was Gutes machen. Ich würde wahrscheinlich bloß Käse essen. Mit Tomate. So, rein. Sieht viel größer aus, das Haus von außen. Wir haben da ein und da ist noch ein Fenster. Ja. Naja. Was? Es gibt Regen? Da müssen wir heute nicht gießen. Pilze. Da gibt es welche, glaube ich, oder? Dahin gehen wir heute nicht hin. Wir müssen heute eine Runde hier bleiben. Morgen dann. Da hält man das auch noch. Da könnte was. Das könnte wieder so ein Tier sein. Und da ist auch eins. Also noch zwei. Oh Gott, wie finde ich die? So, los geht's. Gießen wir so nicht. Ja, perfekt. Ja, das kennen wir doch schon. Oh, ah ja. So, braune Ziege, was ist jetzt mit dir? Bist du jetzt trocken oder was ist denn mit dir? Die schwarze kann ich da unten herhalten. Also. So. Wieder zu. Habe ich den vergessen, fertig zu machen? Stimmt. Naja, geht heute auch noch. Schön schütteln und wieder rein. So, aber jetzt. So, gut. Ja, Quatsch, wir müssen... Hab ich nicht gesagt, da hinten waren Pilze? Habe ich doch gedacht, ne? So, das passt alles. Das ist hier. Schauen wir mal. Ansonsten können wir vielleicht noch ein Tierchen holen. Ist ja schon da. Gut, Moment. So, heute während des Regens wäre ich beispielsweise beinahe von der Hartbahn gerollt zu einem Kuchen zerquetscht worden. Schön, es reicht aus, um... Wir können nur einen Pfannkuchen herbekommen. Pfannkuchen, keine Ahnung. Also Pfannkuchen kann ich nicht. Anscheinend. Ich bin die Oma, die nichts kochen kann. Jetzt haben wir noch nicht mal Pilze. Dann nehmen wir ein Heu gegen. Wie viel? 1, 2, 3, 4. 5 Eier. Okay, komm. Ein Heu. Zettel, her damit. Tschüss. Tschüss. Okay. Ein Geschenk? Noch nie mal ein Geschenk drin. Ist mir zu viel Blatt. Also, das sind jedes Mal so ein Brief lesen. Gehört dazu eigentlich, ne? Aber ich fühle mich nicht so. Nee, weiter. Alles gut. Das ist bloß der Stecken, den ich nie mehr zurückbringen werde. Damit kann man Sachen in den Sand malen. Oder den Boden halt. Ich dachte, den nimmt man halt, um dann zurückzukommen, damit man weiß, wo man hingelaufen ist, weil so eine Spur gezogen wird. Aber die Fußspuren bleiben viel länger als diese paar Striche. So, also da. Mama, ich vermisse es sehr, mit Lala zu spielen. Warum können wir nicht zusammenbleiben? Warum müssen wir in unterschiedlichen Zimmern schlafen? Hätte ich das falsch gemacht? Ist sie böse auf mich? Ich weiß manchmal nicht, wo das hinführt hier. Also,
Ob das einfach nur kindliche Gedanken sind, die halt einfach ohne Hintergrund so, ne? Böse wirken. Was reininterpretiert. Weil sage ich ja, das Spiel ist so ein bisschen, lässt viel offen. Und das zweite. Könnte weiter hinten sein, könnte hier sein. Weiß man nicht. Weiter hinten wahrscheinlich, ne? Das täuscht im Extrem. Okay. Ja, war weiterhin. Naja. Dann noch schnell nochmal gucken, ob man da. Jetzt haben wir ja letztens sau viel Pulse gehabt. Heute, glaube ich, sieht es schlecht aus. Ja. Wenn die auch weniger. Ist das schon wieder? Das ist jetzt auch. Ich habe bloß ein Heu gekauft. Reißt euch zusammen. Sonst gibt es bald Ziegenfleisch. Dackel mal nochmal ganz kurz zum Grab. Bitter. Eieiei. Null heute. Naja. Okay. Weiß man nicht. Hier nochmal schnell den Käse durchkneten. Es ist so schnell dunkel. So, wieder Käse. So, Omelette wäre gut, ja, mit hier. Eiern würde es ja funktionieren. Aber in dem Spiel gerade nicht. So, Blumen kann man anscheinend pflücken. Was für herrliche Bergkronenblumen. Achso, die sind jetzt bloß zum Erfreuen? Anscheinend. Da muss ich doch noch ein Dings dann anlegen. Ein Feld. So. Okay. Rein. Also da ist ein Fenster und da ist ein Fenster, ja? Sieht ziemlich größer aus von außen. Weiß ich nicht. So, eine kleine, einen Tag machen wir noch, wa? Schauen wir mal. Schauen wir, wie die Nacht wird. Oder ist hier von außen größer aus? So. Wenn es geregnet hat, muss es doch mal Pilze geben. Eieiei. So, wo ist jetzt der Mist? Da ist jetzt wieder was. Da. Aber den Stein. Bei dem Stein. Okay. Eieiei. Ah. Gut, weiter geht's. Ich hab vergessen, die Tür zuzumachen. Nee, ist ja nichts passiert. Glück gehabt. Rein. Zittern. Hier drin.
Gut. Los geht's. Los. Mach. Gleich wieder zu. So, warum waren das jetzt wieder zwei Sachen, die man finden konnte? Sah außerdem ein bisschen brauner aus, ne? Also nicht so dunkelschwarz. Na, ja, schauen wir mal. Eigentlich wollte ich heute ja noch zu dem anderen, zu der anderen Ruine hinterlatschen, aber jetzt ist mit den Pilzen wieder ein bisschen kritisch. Hinten hätten wir wahrscheinlich welche gefunden, sag es mal so, aber gut. Bei dem einen Stein war noch welche, war noch was. Ich möchte, dass du heute den ganzen Tag mit Lala spielst. Ich möchte mich einfach nur ausruhen, okay? Komisch mal, aber es macht Spaß. Ich glaube, Lala macht es auch. Hä? Ah, ich weiß es nicht. So, und dahin war noch ein Stein und daneben war was. Ich dachte, das sind die. Anscheinend nicht. Weiß auch nicht, was ich mit den ganzen blöden Puppen jetzt da mache. Na, da brauche ich jetzt nicht hin. Also ihr habt es auch gesehen, oder was? Aber irgendwie an dieser Stelle hört es dann immer auf. Funktioniert jetzt irgendwie nicht. Wo ist denn das Teil? Den Dingern? Nee. Lass ihn noch nicht verarschen. Gut, egal. Stofftiere lassen wir jetzt halt mal gut sein. Weiß nicht, ob das jetzt bringt, jetzt so wirklich. Gefühlt ja nicht. Eieiei. Okay. So, der Huhn. Außen ist ein Huhn. Wie ist denn das da hingekommen? Gottes Willen. So, da ist wieder nichts an Pilzen. Das ist bitter. Am Anfang lief es so gut mit den Pilzen. Ja gut, jetzt haben wir halt Blumen. So, Leute. Okay. Schuju. Jetzt, jetzt wird es halt schon wieder dunkel, ey. Glaub's nicht. So, das sind so alles voller Blumen. Ist mir egal, jetzt wird nachts gearbeitet. Anders geht's nicht. Na komm. Elfen, mach rein. Graukartoffel, ja, auf jeden Fall. So, dann gießen. Ich glaube, wir machen erst einmal hierzu wieder, sonst vergesse ich's. Sieht da jetzt echt schlecht aus. Ey, ey. Ah. Zack. So, Leute, dann haben wir jetzt. Schauen wir mal. Gucken, wie die Nacht wird. Haben wir das erste Mal die paar Tage wieder geschafft. Wartet immer so drauf. Ihr müsst das Ende von Stream sehen.
Warte mal so drauf, dass irgendwas passiert jetzt noch. Aber jetzt war ja gar nichts mehr. So. Okay. Alle? Nee. Komm, dann machen wir den hier noch. Körbchen. Und rein. Brille. Gut, dass wir den ganzen Käse aufgehoben haben und nicht gegessen haben. Ich denke mal, der ist mehr wert als so ein Ei. Also wäre komisch, wenn nicht. Glaubt, das wird uns eine neue Währung. Okay, ab ins Bett. Mal schauen. Okay. Ganz normaler Tag. Ganz normaler Tag. Also gut, Leute, dann machen wir hier erstmal einen Break. Das da wartet noch auf uns, aber ich muss irgendwie gucken, wie wir es machen. Ich muss jetzt eigentlich nochmal auf den Händler warten. Kaufen wir ein und dann den Tag drauf geht's dahinter. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.